oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Up a Day Folge mit einer iOS-App und zwar der App ZipZap oder ZipZap, nein, ZipZap, also Z-I-P, ein recht langer Bindestrich und dann Z-A-P, ZipZap, dabei bleibe ich jetzt. Universal App, momentan jedenfalls eine Gratis-App. Versionsnummer 2.02 liegt vor, 17,1 MB groß, zuletzt aktualisiert am 24.04. diesen Jahres. Deutsch-Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 6.0 oder neuer und gibt bei 463 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. Diese 5 Sterne kann ich persönlich nur unterschreiben. Berührung zum Zusammenziehen, Loslassen zum Aufmachen, bringen die ungeschickten mechanischen Wesen heim. Über 100 Level, keine Werbung, keine In-App-Käufe. So wird die App beschrieben und ich muss sagen, jep, stimmt. Erstens finde ich es äußerst angenehm, mal eine App zu haben ohne In-App-Käufe. Eine Seltenheit heutzutage. Leider, leider, leider. Dieses Spiel ist unglaublich einfach. Es ist, ja, mechanische Wesen wird es genannt. Ich würde sagen, irgendwelche mechanischen Figuren, so würde ich es vielleicht betiteln. Ihr tappt auf das Display, damit sie sich zusammenziehen, also in eine Richtung bewegen. Ihr lasst los, dann bewegen sie sich in die andere Richtung. Da müsst ihr dann zum Beispiel die Figuren irgendwie durch den Parcours bewegen, bis sie dann für eine bestimmte Zeit im Zielkreis der, je nachdem, an verschiedenen Orten zu finden ist, da drin bleiben. Für eine bestimmte Zeit, dann habt ihr das Level geschafft. Ja, so ungefähr könnte man das sagen. Oder ihr müsst mit dieser mechanischen Figur eine Kugel bewegen, zum Beispiel hochschießen, damit sie irgendwo liegen bleibt, wo eben der Zielkreis ist oder irgendwie sowas. Das Ganze ist wirklich sehr nett, der Sound ist nett, die Grafik nett, mit 17,1 MB wirklich eine kleine App für zwischendurch, ein kleines Spiel für zwischendurch und ein ganz, ganz netter und liebevoll gemachter Zeitvertreib. Würde ich Punkte vergeben, würde ich mindestens 20 von 10 Punkten vergeben. Auf jeden Fall. So habe ich mich tatsächlich über dieses Spiel gefreut. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.